bedanke mich sehr für die Einladung, über so ein schönes Thema wie Urbanität in einer so wunderschönen Stadt wie Wien sprechen zu können. Aber ich werde nichts über Wien sagen, höchstens indirekt. Das traue ich mir nach 20 Jahren Abwesenheit auch nicht zu. Das Thema meines Vortrags lautet Urbanität. Und mit Urbanität meinen wir ja das, was die besondere Qualität von Stadt ausmacht. Und was macht denn diese besondere Qualität von Stadt aus? Das ist eine Frage, die im Mittelalter ganz leicht zu beantworten war. Stadt war eine andere Gesellschaft, eine andere Organisation von Herrschaft, nämlich Frühform von Demokratie gegenüber dem Feudalismus. Stadt war eine andere Form der Organisation von Ökonomie, nämlich marktförmiger Tausch gegenüber den geschlossenen Kreisläufen der Selbstversorgungswirtschaft in den großen Haushalten. Das heißt, Stadt war eine andere gesellschaftliche Formation. Und dieser gesellschaftliche Gegensatz von Stadt und Land, der hat dann sichtbare physische Gestalt gewonnen in dem Bild der mitteleuropäischen Stadt, das Sie sicher von Merianstichen kennen, diesem klaren Gegenüber von hochgetürmter Stadt und plattem Land als Versinnbildlichung eines gesellschaftlichen Gegensatzes, der dann auch noch akzentuiert wurde durch Mauer, Wall und Graben. Heute ist all das, was damals die Stadt als eine besondere Gesellschaft ausgezeichnet hat, gegenüber dem Land ubiquitär geworden. Markt und Demokratie sind keineswegs nur Merkmale von städtischen Gesellschaften. Man kann sagen, Stadt unterscheidet sich vom Land heute eher durch ein mehr oder weniger vom Gleichen, aber nicht mehr als ein qualitativer, struktureller Unterschied. Und das vielleicht sichtbarste Zeichen für das Verschwinden des gesellschaftlichen Gegensatzes von Stadt und Land ist die Tatsache, dass auch die Gestalt, die traditionelle Gestalt der europäischen Stadt längst verschwunden ist in dem Siedlungsbrei der großen Verdichtungsgebiete. Das ist die Frage, was macht denn dann heute noch das Besondere, die besondere Qualität von Stadt aus? Und ich will Ihnen vier Antworten auf diese Frage vorschlagen. Die erste, die Stadt als Maschine zur Entlastung von Arbeit und Verantwortung. Zweitens, die Stadt als ein Ort, an dem Fremde leben. Drittens, was sehr eng mit dem zweiten zusammenhängt, die Stadt als ein Ort einer besonderen, eigenständigen, kulturellen Produktivität. Und schließlich viertens, die Ambivalenz von Urbanität, die Widersprüchlichkeit von Urbanität. Nun zum ersten, die Stadt als Maschine, als ein Ausweis der Besonderheit der städtischen Qualität. Als Wiener oder zumindest als Studenten, die in Wien studieren, müssen Sie eigentlich alle den Aphorismus von Karl Kraus kennen. Ich verlange von der Stadt, in der ich leben soll, Asphalt, Straßenspülung, was verlange ich noch? Haustorschlüssel, Luftheizung, Warmwasserleitung, gemütlich bin ich selbst. Das ist die Stadt als eine Maschine zur Entlastung von Arbeit und Verantwortung. Und das beginnt zunächst einmal mit Banalitäten. Man möchte nicht im Schmutz warten. Und wer einen Begriff hat von dem Gestank und dem Dreck vormoderner Städte, der wird jede Kanalisation und jeden Bürgersteig als eine urbane Errungenschaft werten. Und dasselbe gilt für Straßenbahn und Polizei. Man möchte auch nicht gezwungen sein, stundenlang in einer Stadt zu Fuß zu laufen. Und wer von Ihnen einmal in Johannesburg gewesen ist oder sogar in Mexico City, der wird auch das Privileg zu schätzen wissen,
dass es bedeutet, nachts in einer europäischen Stadt sein Haus verlassen zu können, ohne Angst zu haben. Also zunächst einmal gehört zu einer urbanen Stadt eine technische Infrastruktur, die funktioniert, und so etwas wie Sicherheit des Alltagslebens. Aber dieser Aphorismus von Karl Kraus meint, glaube ich, doch mehr als nur eine technisch funktionierende Infrastruktur und eine sichere Stadt. Mit diesem Aphorismus ist auch etwas angesprochen, was man das älteste Versprechen von Stadtkultur nennen könnte, nämlich das Versprechen auf Entlastung von notwendiger Arbeit. Und das ist das älteste Versprechen städtischer Kultur. Städtisches Leben wird überhaupt erst in dem Moment möglich, in dem die in der Landwirtschaft tätige Bevölkerung mehr Lebensmittel produziert, als sie selber verbraucht. Dann ist überhaupt erst ein Leben außerhalb des Landes, also als Städter, denkbar. Der erste Städter ist der gewesen, der nicht mehr tagtäglich mit einer unzivilisierten Natur sich auseinandersetzen musste, um überhaupt überleben zu können. Das heißt, Stadtleben beginnt als ein Schritt der Emanzipation, als ein Schritt der Befreiung aus dem von der Natur gesetzten Arbeitszwängen. Nun, man kann sagen, dass moderne Städte heute dieses Versprechen auf Entlastung von Arbeit und Verantwortung gleichsam jedem erfüllen, unter einer Voraussetzung: er muss über genügend Geld verfügen. Sie können in einer modernen Dienstleistungsstadt ihre Kinder in die Kindertagesstätten und Gesamtschulen schicken, die Kranken, die Alten, die Sterbenden, auch für sie gibt es die entsprechenden sozialen Einrichtungen. Sie brauchen keine Küche, sie können ins Café oder ins Restaurant gehen. Sie brauchen auch keine Waschmaschine, sie können ihre Wäsche in eine Wäscherei geben. Sie können in einer Stadt wie New York 24 Stunden am Tag noch für das intimste Bedürfnis eine marktförmig oder staatsförmig organisierte Dienstleistung oder ein entsprechendes Güterangebot bekommen. Man kann sagen, moderne Dienstleistungsstädte sind riesige Maschinen, die mit ihrer Überfülle an Infrastrukturen, an marktförmig oder staatsförmig organisierten Güter- und Dienstleistungsangeboten jeden, wenn er über Geld verfügt, von allen notwendigen Arbeiten entlasten. Man kann es auch anders ausdrücken: die moderne Dienstleistungsstadt ist eine Form der Vergesellschaftung, das heißt der marktförmigen oder staatsförmigen Organisation all der Dienstleistungen und Güterangebote, für die man früher einen privaten Haushalt brauchte, geführt von einer traditionellen Hausfrau. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb wir heute eine wachsende Nachfrage nach Stadt als Ort des Lebens und des Arbeitens, gerade von hochqualifizierten Arbeitskräften, haben. Das will ich kurz erläutern. Früher konnte, in der Regel war es auch der Mann, konnte man sich auf seine berufliche Arbeit konzentrieren, weil man durch einen klassischen Haushalt und eine traditionelle Hausfrau von allen außerberuflichen Verpflichtungen entlastet wurde. Die Verfügung über einen privaten Haushalt und die traditionelle Trennung, die traditionelle Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau war die Voraussetzung für ein karriereorientiertes, berufszentriertes Leben. Heute gibt es immer mehr Frauen, die nun ihrerseits ein berufszentriertes Leben führen wollen und ihrerseits Entlastung von außerberuflicher Arbeit erwarten. Es gibt einen sehr schönen Satz, den ich da immer gerne zitiere, von Ray Pahl, der mal gesagt hat: A professional woman needs a wife. Es braucht eine Entlastung von außerberuflicher Verpflichtung. Wenn es jetzt immer mehr Menschen gibt, die ein berufszentriertes Leben führen wollen, aber die klassischen sozialen Voraussetzungen, um das zu können, nämlich die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern und der private Haushalt,
Wenn diese sozialen Voraussetzungen nicht mehr existieren, dann haben Sie ein Dilemma, aus dem es nur zwei Wege gibt, die man beide empirisch beobachten kann. Das erste ist, Sie reduzieren radikal alle außerberuflichen Verpflichtungen. Sie rüsten Ihren Haushalt mit arbeitssparenden Gerätschaften auf. Sie stellen etwa aus dem Bereich der informellen Beschäftigung Haushaltshilfen ein und Sie verzichten auf Kinder. Und der zweite Ausweg ist das Leben in einer modernen Dienstleistungsstadt. Eben weil moderne Städte zu begreifen sind als Form der Vergesellschaftung all der Leistungen, für die man früher die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und den privaten Haushalt benötigte. Und das ist der entscheidende Grund, anders gesagt, der Wandel der Rolle der Frau ist einer der entscheidenden Gründe, dass wir seit einiger Zeit eine steigende Nachfrage gerade von sehr berufszentriert lebenden Menschen in nicht familialen Lebensweisen nach Stadt als Wohn- und Lebensort haben. Die Stadt als eine Maschine zur Entlastung von Arbeit und Verantwortung. Und das ist die erste Besonderheit einer urbanen Stadt, das anbieten zu können. Übrigens, wir sind hier ja in einem Hörsaal, dessen Namensgeberin sich auch für diese Vorstellung von Emanzipation durch Entlastung von Arbeit und Verantwortung jetzt durch die Rationalisierung der Hausarbeit eingesetzt hat. Zweiter Versuch einer Antwort auf die Frage nach der besonderen Qualität von Stadt ist die Definition von Stadt als ein Ort, an dem Fremde leben. Auf dem Dorf gibt es nur Nachbarn. Im öffentlichen Raum der Stadt begegnet aber jeder, auch der Einheimische, normalerweise dem anderen als ein Fremder. Auf dem Dorfplatz fällt der Fremde auf. Wenn Sie auf dem Dorfplatz zu vielen Fremden begegnen, dann hat man die Angst, seine Heimat verloren zu haben. Auf dem Marktplatz der Stadt dagegen fällt der Bekannte auf. Und wenn Ihnen zu viele Bekannte dort begegnen, dann beschleicht Sie das Gefühl, gar nicht in einer richtigen Stadt zu leben, sondern irgendwo in der Provinz. Also Stadt ist ein Ort, an dem Fremde leben. Und der Fremde, so kann man sagen, ist der prototypische Bewohner einer Stadt. Und das kann man mit vier Gründen erklären. Der erste ist ganz einfach die Größe einer Stadt. Lofland argumentiert, dass etwa ab einer Einwohnerzahl von 3.000 bis 4.000 Menschen man schlicht an die Grenzen des menschlichen Gedächtnisses stößt, wenn man den Versuch macht, alle Bewohner dieser Stadt persönlich zu kennen. Also die schiere Größe ist der handfesteste Grund, weshalb in Städten Fremde leben, Menschen, die gar nicht die Chance haben, einander überhaupt kennenzulernen. Der zweite ebenso naheliegende Grund ist die Tatsache, dass Städte immer Ziel von Zuwanderung sind. Städte entstehen durch Zuwanderung, Städte erhalten sich durch Zuwanderung und sie sind immer Ziele, bevorzugte Ziele von Zuwanderung. Ohne Zuwanderung gäbe es überhaupt keine Städte. Aber Zuwanderer importieren Fremdheit in eine Stadt. Der dritte Grund und der hängt damit zusammen, dass Fremdheit in modernen Städten keineswegs nur gleichsam importiert wird durch den Zuzug von Fremden etwa aus anderen Kulturen, sondern moderne Stadtgesellschaften ganz ohne Migration produzieren aus sich heraus eine Fülle von Fremdheiten. Denken Sie an die so gänzlich unterschiedlichen Milieus, die Sie in einer derselben Stadt finden können, die Reste der klassischen aristokratischen oder bürgerlichen Oberschicht, dann die Milieus der grünen Alternativen, die so sehr unterschiedlichen verschiedenen Formen jugendlicher Subkulturen oder die Reste traditioneller Arbeitermilieus. Das sind alles städtische Milieus von Einheimischen. Aber die Angehörigen dieser verschiedenen Milieus werden wahrscheinlich einander mit mindestens einer ähnlichen Distanz begegnen, wie das ein deutscher Industriearbeiter gegenüber seinem türkischen Kollegen empfindet. Also Stadtgesellschaften produzieren aus sich heraus immer Fremdheiten.
Und solche Fremdheiten müssen keineswegs hinter den Fremdheiten zurückstehen, die importiert werden durch Zuwanderung. Nun, diese Tatsache, dass die Stadt definiert werden kann als ein Ort, an dem Fremde leben, mutet ja dem Städter in seinem Alltag einiges zu. Begegnungen mit Fremden, wie sie typisch sind für den öffentlichen Raum von Stadt, sind ja ausgesprochen unangenehme Begegnungen. Warum sind es unangenehme Begegnungen? Weil die Begegnung mit Fremden immer beunruhigend ist. Und zwar doppelt. Begegnung mit dem unbekannten Fremden und Begegnung mit dem andersartigen Fremden. Der Fremde als der Unbekannte ist beunruhigend, weil man sein Verhalten nicht einschätzen kann. Und deswegen sind solche Begegnungen Situationen, die man schlecht kalkulieren kann. Von daher verunsichernde Situationen. Nun, die Begegnung mit dem andersartigen Fremden, eine solche Begegnung ist noch auf eine viel tiefere Art bedrohlich. Dem Fremden werden, auch das muss man in Wien nicht betonen, wo der Freud seine Theorien entwickelt hat, dem Fremden werden üblicherweise besonders ungehemmte Aggression und ungehemmtere Sexualität unterstellt. Er ist ein bevorzugtes Ziel von Projektionen. Und das heißt, dass die Begegnung mit dem Fremden, mit dem andersartigen Fremden, der Objekt solcher Projektionen ist, von daher tiefgreifender, bedrohlich, beunruhigend ist, weil sie den zivilisierten Städter an das erinnert, was er sich in einem langen, teilweise schmerzhaften Prozess der Zivilisierung hat abgewöhnen müssen. Nämlich eine ungehemmtere Form von Aggressivität oder von Sexualität. Das heißt, die Begegnung mit Fremden, wie sie typisch ist im öffentlichen Raum, ist doppelt beunruhigend. Sie beunruhigt, weil man Angst haben kann, die Kontrolle über die äußere Situation zu verlieren, aber vielleicht noch viel mehr, weil man Angst haben kann, auch die inneren Kontrollen zu verlieren. Weil das so ist, weil das Typische der Begegnung mit Fremden im öffentlichen Raum von Städten ausgesprochen problematisch sein kann, deshalb haben Städter Verhaltensweisen entwickeln müssen, um dieses nahe Beieinander von Fremden halbwegs erträglich zu machen. Und da gibt es eine sehr schöne Definition von Stendhal aus Rot und Schwarz. Und er sagt, Urbanität ist nichts als die überlegene Unfähigkeit, sich über die schlechten Manieren anderer zu ärgern. Wie kann man Urbanität snobistischer ausdrücken als die überlegene Unfähigkeit, sich über andere zu ärgern? Georg Simmel hat das dann formuliert mit Blasiertheit, Gleichgültigkeit, Distanziertheit und Intellektualität. Beide Male geht es darum, dass der gelernte Städter sich die unannehmlichen Erfahrungen der Begegnung mit Fremden vom Leib hält durch Distanz. Die urbane Lebensweise ist die Kunst, Abstand zu halten, Distanz zu halten. Man kann es auch die Kunst der urbanen Indifferenz nennen, die da beschrieben wird. Man hält sich die möglichen Unannehmlichkeiten der Begegnung mit Fremden vom Leib, indem man sie gleichsam aus der Wahrnehmung ausklammert, blasiert, gleichgültig, distanziert oder eben mit der überlegenen Unfähigkeit, sich überhaupt darüber zu ärgern. Das Interessante daran ist, dass diese urbane Mentalität dem Fremden ja seine Fremdheit lässt. Sie klammert sie nur aus der alltäglichen Wahrnehmung weitgehend aus und entschärft dadurch die möglichen Konflikte, die in alltäglichen Begegnungen mit Fremden angelegt sind. Nun sind nicht alle Städter in diesem Simmelschen oder Stendhalschen Sinne gelernte Großstädter. Nicht alle Stadtbewohner verfügen über diese Selbstsicherheit, über die ja ökonomische und auch psychische Voraussetzungen hat, die notwendig ist, sich in dieser Weise distanziert zu verhalten. Und das heißt, dass man die Tugenden der urbanen Indifferenz
etwa in den Vierteln der an den Rand der Gesellschaft gedrängten Städte nicht so ohne weiteres finden wird. Und fatalerweise filtern die Mechanismen auf den Wohnungsmärkten die Zuwanderer ja nicht in die Nachbarschaft von toleranten, akademisch gebildeten grünen Alternativen, sondern typischerweise in die Nachbarschaft der einheimischen Verlierer des ökonomischen Strukturwandels. Und Verlierer brauchen Sündenböcke, und für diese Rolle eignen sich Fremde immer besonders gut. Und wenn solche erzwungenen Nachbarschaften dann noch in einer städtischen Umgebung stattfinden, die ihren Bewohnern sehr handgreiflich vor Augen führt, dass sie an den Rand der Stadtgesellschaft geraten sind, dann muss man sich nicht wundern, dass an solchen Orten nicht gelingende Integration stattfindet, nicht tolerantes, offenes, neugieriges aufeinander zugehen, sondern das Gegenteil, konflikthafte, aggressive, gegenseitige Abgrenzung. Aufgrund dieser Tatsache, dass das, was Simmel dem gelernten Großstädter zugeschrieben hat, diese Fähigkeit zur urbanen Indifferenz, aufgrund der Tatsache, dass diese Fähigkeit keineswegs bei allen Städtern vorzufinden ist, haben Städte noch einen zweiten Mechanismus entwickelt, um mit Fremdheit halbwegs konfliktfrei umzugehen. Und auch dieser Mechanismus beruht auf Distanz. Nur dass jetzt diese Distanz nicht durch eine Leistung des Individuums, des gelernten Städters hergestellt wird, sondern durch die Stadtstruktur. Und ich meine Segregation. Das Phänomen, dass die Stadt verschiedene soziale Gruppen in unterschiedliche Territorien sortiert. Und damit leistet sie ja etwas Ähnliches. Sie übersetzt kulturelle und soziale Distanz in räumliche Distanz, verringert dadurch die Zahl der Begegnungen, die Wahrnehmungsmöglichkeiten unter verschiedenen Fremdheiten und verringert dadurch auch die möglichen Konflikte. Die sozialräumliche Struktur der Stadt, also die segregierte Stadt, leistet damit etwas Ähnliches wie die urbane Mentalität. Fremdheit bleibt erhalten. Sie erhält teilweise sogar Räume, in denen sie sich entfalten kann. Und gleichzeitig werden die möglichen Konflikte entschärft, indem Fremdheit aus der Wahrnehmung gleichsam ausgeblendet wird. Segregation wird immer als ein Indiz für gescheiterte Integration interpretiert. Ich glaube, das ist falsch. Bestimmte Formen von Segregation sind eine notwendige Stufe im Prozess der Integration und sie sind ein klassisches Mittel von Städten, mit dieser Tatsache umzugehen, dass Städte Orte sind, an denen Fremde leben. Moderne Stadtgesellschaften werden eben anders als traditionelle Dorfgemeinschaften nicht vorwiegend durch Homogenität integriert, sondern vorwiegend durch ihre Fähigkeit, mit Fremdheit umzugehen, Fremdheit zu ertragen. Und urbane Lebensweise und Segregation sind Mittel, um das leisten zu können. Städte sind Orte der Integration bei Aufrechterhaltung von Differenz. Man kann das auch mit einem Wort von Adorno ausdrücken. Die urbane Stadt ist ein Ort, wo man, ich zitiere ihn, ohne Angst verschieden sein kann. Städte integrieren, ohne das Opfer der Differenz zu verlangen. Und das ist eine ganz wesentliche Leistung. Und sie führt mich auch zu dem dritten Punkt, mit dem ich das Besondere von Stadtkultur beschreiben will, nämlich die Stadt als ein Ort einer besonderen eigenständigen Produktivität. Die Größe der Bevölkerung und die Fähigkeit, ohne Differenz vernichten zu müssen, zu integrieren, sind zugleich auch Voraussetzungen oder Bedingungen für eine besondere kulturelle Produktivität von Stadt. Und das will ich versuchen zu erläutern. Erstens mal zur Größe. Da kann man gleichsam klassisch marktförmig argumentieren. Je mehr Menschen in einer Stadt leben, desto höher ist die Chance, dass auch ein sehr ausgefallenes kulturelles Angebot eine ökonomisch tragfähige Nachfrage findet.
wenn nur jeder zehntausendste Stadtbewohner eine Avantgarde-Theateraufführung besucht, dann kommen in Wien 170 zusammen und in meiner Stadt Oldenburg 16. Also Größe ist Voraussetzung dafür, dass auch differenziertere Kulturangebote noch ihr Publikum finden, von dem sie leben können. Und ein differenziertes kulturelles Angebot trägt nun dazu bei, den Geschmack, die Erwartungen des Publikums zu differenzieren. Und ein differenzierter gebildetes Publikum wiederum geht mehr in Avantgarde-Theateraufführungen. Und das heißt, unter den Bedingungen der Größe der Bevölkerung kommt eine produktive Wechselwirkung zwischen Nachfrage und Angebot zustande. Und diese Wechselwirkung ist umso produktiver, je größer die Bevölkerung und je heterogener sie ist. Nun, die zweite Bedingung für eine besondere kulturelle Produktivität von Stadt liegt in der eben beschriebenen Fähigkeit von Stadt zu integrieren, ohne Differenz vernichten zu müssen. Eine wesentliche Voraussetzung für Reflexion, für Nachdenken, ist Distanz. Man muss Distanz haben zum Gewohnten, zum Selbstverständlichen, um überhaupt Neues denken zu können. Und Nietzsche wie Simmel haben beide an der Figur des Wanderers beschrieben, wie solche Distanz zu gewinnen sei, nur auf völlig gegensätzlicher Art. Nietzsche, ich zitiere ihn, sagt: Man muss es machen, wie es ein Wanderer macht, der wissen will, wie hoch die Türme einer Stadt sind. Dazu verlässt er die Stadt. Also Nietzsches Wanderer zieht aus der Stadt heraus, um die Distanz zu gewinnen, in der er erkennt, was Stadt ausmacht. Nun, auch Simmel hat an der Figur des Wandernden eine Voraussetzung produktiven Denkens festgemacht. Nur bei ihm ist es genau umgekehrt. Bei Simmel kommt der Wanderer in die Stadt hinein und trägt Distanz in die Stadt hinein. Simmels Wanderer verlässt nicht die Stadt, im Gegenteil, Simmel hat den Wanderer definiert als den, ich zitiere ihn, der heute kommt und morgen bleibt. Da haben Sie wieder die Stadt als Ort, wo Fremde leben, ne? Nicht nur durchreisen oder am Dorf, wo sie weggeprügelt werden. Simmel hat den Fremden einen objektiven Menschen genannt. Und er nennt ihn objektiv, weil er aufgrund seiner Wanderschaft seine ihm vertraute Herkunftskultur verlassen hat und in der fremden, neuen Kultur der Gesellschaft, in die er zugewandert ist, noch nicht dieselbe Vertrautheit gewonnen hat. Er ist ein objektiver Mensch, weil er gleichsam zwischen zwei Selbstverständlichkeiten sich aufhalten muss. Zwischen der Herkunftskultur und der Kultur der Zuwanderergesellschaft. Und diese Distanz sowohl zur Herkunftskultur wie zur Kultur der Einheimischen befähigt, aber man kann auch sagen, zwingt ihn zu Reflexion. Ich zitiere wieder Simmel. Der Wanderer oder der Fremde, er ist der Freiere, praktisch und theoretisch. Er übersieht die Verhältnisse vorurteilsloser, misst sie an allgemeineren, objektiveren Idealen und ist in seiner Aktion nicht durch Gewöhnung, Pietät, Antizedenzien gebunden. Also bei Nietzsches Wanderer ist es die heroische Leistung des Einzelnen, der auf eigenen Entschluss hin die Stadt verlässt und sich aus dem Alltag löst und dadurch die Distanz gewinnt, die Voraussetzung ist für kritisches Nachdenken. Bei Nietzsche ist kritisches Denken Begabung und Neigung eines Individuums. Bei Simmel ist es ganz anders. Simmel spricht nicht über individuelle Begabung und über individuelle Fähigkeiten, er spricht über eine soziale Rolle, über die Rolle des Wanderers, in dessen sozialer Situation objektiv der Zwang, aber auch die Chance zur Reflexion angelegt ist. Und deswegen kann man Simmels Denkfigur auf die Stadt übertragen.
Wenn die Stadt ein Ort ist, an dem Fremde leben, dann ist das, was Simmel der Rolle des Fremden attestiert. Er nennt das die Einheit von Nähe und Fremdheit. Die Stadt ist ein Ort, an dem das Fremde, das sozial und kulturell Fremde, physisch alltäglich nahe ist. Dann ist das, diese Einheit von Nähe und Entferntheit, eine stadttypische Erfahrung. Das heißt, eine in der Stadt objektiv gegebene Chance zur Reflexion. Nun, diese stadttypische Alltäglichkeit der Begegnung von Fremden im öffentlichen Raum ist, das hatte ich ja zu Anfang schon gesagt, verunsichernd. Es ist eine Gefahr, es ist aber auch immer eine Chance. Und Verunsicherung ist immer ambivalent. Sie kann zu heftigen, aggressiven Ablehnungen und Abgrenzungen Anlass geben, sie kann aber auch Anlass sein, die eigenen, bislang unhinterfragten Selbstverständlichkeiten zu reflektieren. Und damit ist sie Voraussetzung für kulturellen Wandel. Und Städte sind Orte des kulturellen Wandels. Also das, was das Stadtleben so anstrengend macht, dass das Fremde nah ist, ist zugleich Bedingung für die Stadt als Ort der Reflexion und damit Bedingung für die Stadt als einen besonderen Ort von Kreativität. Und man kann sagen, diese stadttypische Nähe von, diese stadttypische Spannung, dieses Spannungsverhältnis von physischer Nähe und sozialer und kultureller Fremdheit, das ist vielleicht nicht nur an diese Tatsache gebunden, dass in der Stadt Fremde leben, sondern möglicherweise auch dieses Spannungsverhältnis, das verunsichernd ist und als Anlass für Reflexion dienen kann. Es ist vielleicht auch gebunden an ein ganz anderes Merkmal, vor allem der europäischen Stadt, nämlich der Präsenz von Geschichte im Alltag von Städten. Auch darin kann ja eine spannungsvolle Erfahrung liegen, nun nicht von räumlicher Nähe und sozialer Fremdheit, sondern von der physischen Gegenwart des zeitlich Fremden, des zeitlich Entfernten. Und das gilt für alle historische Bausubstanz, sofern sie nicht musealisiert ist. Die Zeugnisse vergangener Epochen erzählen ja von den abgelebten Möglichkeiten städtischen Lebens. Und indem sie das tun, führen sie dem heutigen Städter vor Augen, dass seine aktuelle, ihm vertraute Wirklichkeit nur eine von vielen Möglichkeiten städtischen Lebens darstellt. Das heißt, nicht nur die Präsenz des Fremden, sondern auch die des Vergangenen kann Anlass für Nachdenken sein, für Reflexion auf die eigenen Selbstverständlichkeiten sein. Und man kann sagen, dass historische Gebäude Distanz halten zu ihren aktuellen Nutzern und zu ihren aktuellen Nutzungen. Und damit bieten sie Möglichkeitsräume. Räume, in denen der Städter Distanz zu seiner aktuellen Wirklichkeit gewinnen kann. Und wie gesagt, Distanz ist die Voraussetzung fürs Nachdenken. Das Gehäuse einer vergangenen gesellschaftlichen Formation, das seine Zwecke überlebt hat, diese Zwecke sind verschwunden, und das nun von ganz anderen Nutzern für ganz andere Zwecke in Dienst genommen wird, das bietet Möglichkeitsräume, in denen sich Fantasie entfalten kann. Ich kann das vielleicht auch an einem Begriff eines Psychoanalytikers klar machen, nämlich Winnicott, der den Begriff des intermediären Raums geprägt hat. Und er beschreibt damit Räume, die nicht vollständig ausgedeutet sind, die nicht vollständig mit bestimmten Bedeutungen besetzt sind. Und die deshalb mit neuen Bedeutungen besetzt werden können. Und er sagt, solche Räume sind Voraussetzung dafür, dass das Kind sich zu einem autonomen, selbstständigen Subjekt entwickeln kann. Denn indem das Kind in solche Räume mit eigenen Bedeutungen, mit eigenen Fantasien anfüllen kann, erfährt das Kind sich selber als jemand, der seine Umwelt prägen kann, der seine Umwelt definieren kann, der sie verändern kann
Und das sei die Voraussetzung dafür, dass man sich zu einem autonomen, selbstständigen Subjekt entwickelt. Nun, man kann sagen, alte Industrieanlagen zum Beispiel bieten solche Möglichkeitsräume oder intermediären Räume. Sie haben ihre alten Bedeutungen verloren und können jetzt von neuen Bedeutungen besetzt werden. Und ich glaube, das erklärt ein wenig auch, weshalb gerade die Hinterlassenschaften der Industriegesellschaft eine so eigentümliche Attraktivität für postindustrielle Nutzer, also etwa Existenzgründer oder kulturelle Initiativen haben. Weil an solchen Orten sich eine Spannung entwickeln kann, da haben Sie wieder, Urbanität hat etwas mit Spannungsverhältnissen zu tun, nämlich zwischen den Geschichten, die diese Gebäude erzählen, von Herrschaft, von Ausbeutung, von schwerer körperlicher Arbeit, und der Lebenswirklichkeit der postindustriellen Nutzer, die dieser Wirklichkeit nicht mehr, diesen Verhältnissen nicht mehr unterworfen sind und die deswegen die Räume von industrieller Herrschaft und Ausbeutung als ihre Möglichkeitsräume, als Räume, die sie selber definieren können und selber mit Fantasie besetzen können, wahrnehmen, als Spielräume und als Möglichkeitsräume. Zum letzten Stichwort, mit dem ich versuche, das Besondere von Stadt, von der Qualität von Stadt, also Urbanität zu erklären, das letzte Stichwort, die Ambivalenz von Urbanität. Ich habe von der räumlichen Nähe des Sozialfremden und von der Präsenz von Geschichte im Alltag des Städters gesprochen, als typischen Spannungserfahrungen von Stadt. Ich denke, man kann noch ein drittes Spannungsverhältnis als Quelle einer besonderen kulturellen Produktivität von Stadt benennen, nämlich das Spannungsverhältnis von Chaos und Ordnung. Die europäische Stadt hat zwei Gründungsväter. Das eine ist Hippodamos, der das rationale Straßenraster von Milet erfunden hat, das Sie heute in allen Kolonialstädten oder in Amerika finden. Der andere Gründungsvater der Stadtplanung ist Daedalus, der Erbauer des Labyrinths von Knossos, in dem es den Minotaurus, also ein Ungeheuer, gibt und in dem man sich mit tödlichem Ausgang verirren kann. Die rationale Straßenraster und das Labyrinth der Gassen, in dem man sich verirren kann. Und beides hat etwas mit urbaner Stadt zu tun. Urbane Städte sind bis eben mehr als nur eine Summe von breiten, gut erleuchteten Boulevards, sondern zu solchen modernen Städten gehört auch das Labyrinth von Gassen, in dem man sich verirren kann, in dem man aber auch etwas Neues, etwas Überraschendes, etwas noch nicht Gewusstes überhaupt erfahren kann. Urbanität ist mehr als nur Gewimmel zu den Ladenöffnungszeiten in Fußgängerzonen und auch mehr als gut besetzte Kaffeehaustische und auch mehr als ein kulturell differenziertes Kulturangebot. Es ist, das habe ich gesagt, anstrengend, in einer urbanen Stadt zu wohnen, eben weil es typischerweise eine urbane Stadt einen mit Fremden alltäglich sich begegnen lässt. Die urbane Stadt ist auch eine unübersichtliche Stadt, eine Stadt der Anonymität. Zur urbanen Stadt gehört all das, was die konservativen Großstadtkritiker im 19. Jahrhundert so heftig befehdet haben. Anonymität und Unübersichtlichkeit, das sind zugleich Voraussetzungen dafür, dass man nicht so strikten Kontrollen unterliegt. Und das wiederum ist Voraussetzung, ich glaube, das ist in der zweiten Staffel der Heimat von Edgar von Reis, dass der Held dieser Staffel nach München kommt, neu in eine Großstadt und dann sagt, er müsse sich hier neu erfinden. Das kann man in einer fremden Stadt, weil es dort niemanden gibt, der einen auf die alte Identität verpflichten kann. Anonymität, Unübersichtlichkeit sind auch die Chance, sein Leben neu beginnen zu können, neu entwickeln zu können. Also Anonymität und Unübersichtlichkeit, das, was immer so heftig kritisiert wurde an den Großstädten, ist zugleich auch eine Voraussetzung für das Versprechen von Stadt, sich neu erfinden zu können. Und zur urbanen Stadt gehören eben auch Rotlichtviertel.
auch die halblegalen Aktivitäten der Stadtwirtschaft, der Schattenwirtschaft. Zur urbanen Stadt gehören auch jene Nischen, wo der brave Bürger den Lüsten nachgehen kann, die nicht so furchtbar öffentlichkeitstauglich sind. Was sind das für Orte? Das sind immer schmuddelige Orte. Es sind Orte, in denen sich das sammelt, in das hinein auch das verdrängt wird, was in den übrigen geordneten Teilen der Stadt nicht gern gesehen ist. Was wäre Hamburg ohne den Mythos von St. Pauli zum Beispiel? Also zur Geschichte europäischer Urbanität gehören auch Geschichten wie Jack the Ripper in London oder Golem in Prag. Es gibt nicht nur eine Tagseite von Urbanität, es gibt auch eine Nachtseite von Urbanität, und sie macht das Spannende von urbanen Städten erst aus. Und wenn Sie eine schöne Darstellung dieser Nachtseite der Urbanität lesen wollen, lesen Sie Berlin-Alexanderplatz von Alfred Döblin, in der das sehr eindringlich beschrieben ist. Also urbane Orte sind Spannungsorte. Spannung zwischen der Stadt als Heimat und als Dienstleistungsmaschine, zwischen physischer Nähe und sozialer Fremdheit, zwischen Geschichte und Gegenwart und zwischen rationaler Ordnung und Chaos und Labyrinth. Und deshalb, glaube ich, kann man Urbanität nicht planen. Ich glaube auch, dass ein Bürgermeister, der im Interesse der Urbanität sich dafür einsetzen würde, nun ein besonders verruchtes Rotlichtviertel in seiner Stadt einzurichten, wahrscheinlich die nächste Wahl nicht überleben würde. Also, was ich Ihnen vortrage, entzieht sich weitgehend der Planung. Wenn man eine urbane Stadt planen will, dann wird man zunächst mal für Banalitäten sorgen müssen. Für Sicherheit, für funktionierende Infrastruktur, für Ordnung und für ordentliche Bürgersteige. Und man wird sich darum bemühen müssen, das historische Erbe zu bewahren, und zwar nicht nur als Museum, sondern als alltäglich genutztes, verfremdend genutztes Erbe. Man wird sich bemühen müssen, die sozialen Spaltungen abzubauen, aber urbane Milieus planen zu wollen, das halte ich für einen Widerspruch in sich selber. Man kann allenfalls zulassen, dass solche Milieus in einer Stadt sich entwickeln können. Das heißt, man kann Räume offen lassen, in denen urbane Qualitäten sich möglicherweise entfalten. Was sind das für Räume? Das sind geschichtsträchtige Räume, die umgenutzt werden können. Es sind Räume, die Überschüsse aufweisen, Hohlräume aufweisen, die deutungsoffen sind. Es sind natürlich billige Räume. Es sind leere Räume, es sind Räume mit geringer Regelungsdichte, es sind die Orte des Umbruchs von der Industrie zur Dienstleistungsgesellschaft, es sind möglicherweise auch Wohnquartiere, in denen die Integration von Zuwanderern und Einheimischen gelingt. Es sind übrigens typischerweise auch die Räume, in denen die sogenannten Kreativen vornehmlich zu finden sind. Aber der Planer, der eine urbane Stadt zu bauen oder zu planen versucht, er muss sich immer bewusst bleiben, dass es genauso wie es zwei Gründungsväter der Stadt gibt, Hippodamos und Daedalus, rationale Ordnung und Labyrinth, genauso gibt es auch zwei Archetypen der Stadt, das heilige Jerusalem und das sündige Babel. Und nun wird ein Planer einer urbanen Stadt sicher alles daran setzen, Jerusalem zu bauen. Aber er wird hoffentlich auch Räume offen lassen für das, was anderswo in der geordneten Stadt nicht gelitten ist. Also für das Abweichende, das Experimentelle, das Verdrängte, das Öffentlichkeitsscheue und das Kreative, kurz für die Nachtseiten des Urbanen. Babel alleine ist sicher keine lebenswerte Stadt, aber ich glaube, Jerusalem alleine wäre auch keine. In Babel stirbt man an der Sünde und in Jerusalem stirbt man möglicherweise an der Langeweile. Damit bin ich am Ende und danke.